Cube baut wirklich sensationelle Fahrräder und die sind ja meistens ausverkauft gewesen in letzter Zeit. Hier haben wir eine der Lieblingsfarben vom Nico, denn ich sag mal, fröhliche Farben, mal was ganz anderes, das hat man selten. Die meisten Fahrräder sind einfach silber, schwarz, irgendwie ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen, modern. Und hier hat man, was ist das da, rosa? Ja, ich würde es schon als rosa Farbton bezeichnen. Im Endeffekt hast du recht, die meisten Cube-Modelle sind dezent in der Farbe, sprich grau, schwarz, Anthrazit. Aber es gibt ja bei den meisten Modellen immer noch mal eine Zweit- oder auch Drittfarbe. Und das Gleiche haben wir hier bei dem Ella, wobei das Ella eigentlich ja ein sehr farbenfrohes Rad ist, was die Kombination zwischen klassischer Nabenschaltung, pfiffigem Rahmen, modernem Design alles quasi zusammenfügt. Und gerade bei dem tristen Wetter heute, finde ich, ist so ein Rad doch ganz schick. Ja, es ist ein sehr bequemes Fahrrad. Also es ist jetzt kein Fahrrad, mit dem man vielleicht die Tour de France fahren würde, aber es ist perfekt für alle Einsätze. Das heißt, man kann durch die tolle Geometrie, die man hier hat, also ein sehr entspanntes Fahren realisieren. Mit dem Motor zusammen ist das ein Fahrrad, das jemand sehr viel Freude machen wird über die nächsten Jahre. Cube, ist das ein guter Verein? Ist schon ein guter Verein, kann man wirklich so sagen. Also klar, natürlich, Cube besticht immer durch ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sprechen ja hier jetzt schon von Modelljahr 2023, was wir drehen. Cube ist da auch absolut weit vorne mit dabei. Man muss sich halt immer noch vorstellen, wir sind jetzt, haben den 1. Dezember 2022. Manche Hersteller liefern jetzt erst das erste Mal 22er Modelle und Cube feuert jetzt schon aus allen Rohren die 23er Modelle raus und unter anderem halt auch das Ella. Das Ella ist natürlich jetzt ein Rad, was mehr in Richtung Durchläufer geht. Es kommt immer mal eine neue Farbe mit hinzu. Der Rahmen wurde ja erst überarbeitet, also die Grundbasis ist ja eigentlich das Modell vom Supreme, sprich, wie du eben schon gesagt hast oder auch schon gesehen hast, ist es eher eine komfortable Sitzposition. Wir würden es mal allgemein als Cityrad bezeichnen. Ne? Also du kannst natürlich halt auch Waldwege fahren oder ähnliches, aber das Rad bietet viel Komfort, ist in dem Sinne, ich sage jetzt mal, durchaus auch für ältere Kundschaft, aber auch durch die moderne Optik und Farben, wirklich auch bei der jüngeren Kundschaft kommt es einfach gut an und es fällt halt einfach auf. Also es ist jetzt natürlich kein dezentes Fahrrad, aber es gibt auch Farbtöne wie Grau, auch das gibt es hier, aber es gibt auch weitere Farben, es gibt einen Creme-Weißton. Also da ist wirklich viel, viel Variation mit dabei. Das Fahrrad ist auf wenig Geräuschentwicklung und Reichweite optimiert. Das ist eins der leisesten Motoren überhaupt. Den Motor hört man fast überhaupt nicht. Und die Reichweite ist sensationell. Ja, wir haben jetzt hier also nichts mit dem Thema Performance oder Performance CX. Wir reden ja immer noch von einem Citybike. Heißt also, der Active Plus Motor ist natürlich ein sehr ausgewogener Motor. Und man darf nicht vergessen, eine Nabenschaltung, wie jetzt in dem Fall Shimano 8-Gang oder auch eine 7-Gang, verträgt maximal eine Last von 50 Newtonmeter. Und der Bosch Active Plus Motor ist bei 50 Newtonmeter ist ja quasi auch das Ende. In Performance geht ja schon weiter hoch auf 75. Das heißt, wenn wir hier einen Performance-Motor reinmachen würden, müssten wir ihn drosseln, damit es hinten nicht die Narbe zerstört. Das Ganze ist wartungsarm, das sieht man daran, die Kette ist extrem geschützt, also gegen zum Beispiel Staub, ja, oder auch gegen andere Einflüsse. Das bedeutet, man muss sie natürlich mal fetten und mal warten, aber da kommt von außen erstmal gar nicht so viel ran und ich mache mir auch nichts dreckig. Genau, also das ist ja auch der Vorteil der Nabenschaltung, die wir ja durchaus auch immer mehr sehen. Also Shimano hat ja jetzt auch seit dem vergangenen Jahr die 5-Gang-Nabenschaltung mit drin. Da wird man jetzt ja sagen, okay, 5-Gänge ist jetzt weniger, da habe ich ja, das ist ja einfach das günstige Produkt. Nein, ganz im Gegenteil, ist sogar das teure Produkt. Aber ich brauche bei einem E-Bike auch nicht so eine große Bandbreite, weil ich habe hier immer noch die Unterstützung vom Motor. Und demnach ist der Trend eher dahingehend, weniger Gänge statt mehr Gänge zu haben. Die Sprünge sind zwar etwas größer, ja, lassen sich aber durch den Antrieb eigentlich sehr, sehr gut kompensieren. Und, wie du schon gesagt hast, es ist ein wartungsfreies System, bedeutet, ich muss da eigentlich gar nichts dran machen. Natürlich, die Narbe muss schon mal zu einem Service auch, aber auch Kette ist alles komplett hier verschlossen. Das heißt also, ich habe hier keinerlei Ärger, ich habe keine Hose da drin, die sich verfängt oder ähnliches im Kettenblatt. Das ist natürlich halt schon sehr, sehr gut. Und jetzt natürlich halt auch seit dem letzten Jahr mit dem integrierten Akku, bedeutet also, dass das Ganze sehr, sehr schön
hier eingefasst ist, in dem Fall 500 Wattstunden. Ja, man kann sagen, okay, 625 wäre aber auch schöner. Die Möglichkeit besteht hier auch. Wir haben hier nur einen Kunststoffteil dazwischen. Heißt, wenn ich das hier rausnehme, kann ich auch direkt einen 625 Wattstunden Akku montieren. Also damit wir da mal kurz drauf eingehen, wenn du das mal kurz auflässt, zeige ich das mal gerade. Das ist ein Intube-Akku, der Rahmen selber ist aus Aluminium. Die Ausführung hier ist professionell, bedeutet im Vergleich zu vielen einfachen Fahrrädern haben wir einen Mittelmotor mit Drehmomentsteuerung. Das bedeutet, er misst, wie viel ich reingebe und dadurch ermöglicht es ein absolut natürliches Fahren. Es fühlt sich an, als hätte man keinen Motor oder es ist sehr, sehr fließend, nicht so abrupt. Genau, richtig. Also das ist ja auch der Impuls. Das heißt, natürlich ist immer die Frage, mit welcher Unterstützung ich unterwegs bin. Bin ich natürlich im Turbo-Modus im Vergleich zu einem Eco-Modus unterwegs, bringt der natürlich deutlich mehr Leistung. Das Ganze, das geht natürlich ein bisschen zügiger vorwärts. Aber auch das lässt sich anhand des schönen, einfachen Displays auch, ich muss ja hier kein riesen Monsterteil haben, in den verschiedenen Modis natürlich halt auch schön verändern. So, und das ist jetzt Turbo. Turbo spürt man. Das bedeutet, aufgrund dieser großen Bandbreite der Schaltung habe ich auch überhaupt kein Problem, irgendwelche Berge hochzukommen. Ich schalte einfach auf Turbo, nehme den kleinsten Gang, komme ich jeden Berg hoch, oder? Ja. Also grundsätzlich ja, das ist halt einfach mal der Vorteil mit der Unterstützung, selbst wenn ich einen der einfachen Motoren habe, wie auch einen Active-Motor, wo wir nur bis 40 Newtonmeter gehen. Man muss es natürlich immer abwägen. Also wir haben ja ein Rad hier im City-Bereich, dann wirst du ja nicht jetzt die Höhenmeter extrem machen, aber nichtsdestotrotz, auch das kann das Rad, der Motor, wie auch immer, ist also kein Problem. Und natürlich halt auch die Thematik, was den Akku angeht, sage ich immer, für so einen Einsatzzweck sind 500 Wattstunden absolut in Ordnung. Klar, wir haben 625, wir haben 750 Wattstunden, aber ich sehe es ja immer auf den Einsatzzweck. Es macht schlussendlich natürlich auch was im Preis aus, wenn ich jetzt auf 625 Wattstunden gehe. Hätten wir 200 Euro Aufpreis, würde das Rad also mehr kosten. Also 500 Wattstunden bedeutet, der Motor nimmt im Durchschnitt 250 Watt, wenn er dauernd an wäre. Bedeutet, ja, wenn ich unter 25 km/h bin, schaltet der Motor auch nicht ab. Man kann das so machen, dass man so gemütlich 22, 23 fährt, die Motorunterstützung immer an ist. Dann liefert er ja auch nicht immer 250 Watt, sondern das sind mal 100 Watt, sind mal 120 und so weiter. Bedeutet, ich könnte bei der Leistung 500 Wattstunden, sprich 2, 3, 4 Stunden mit dauerhafter Leistung fahren, bis diese 500 Wattstunden verbraucht sind. Kann man das so ungefähr umrechnen? Kannst du so ungefähr umrechnen, ja. Das kommt also ungefähr hin, oder? Es ist im Endeffekt halt so, je nachdem, wo du halt fährst, du kannst mit so einem Rad auch locker 100 Kilometer weit kommen. Das ist gar nicht der Punkt. Es ist wirklich die Frage, wie schwer ist der Fahrer, was kommt noch an Gepäck drauf? All das sind natürlich Faktoren, Windwiderstand, was natürlich die Reichweite dann halt auch beeinflusst. Deswegen können wir nie pauschal sagen, mit 500 oder 625 Wattstunden und dem Motor komme ich so weit. Habe ich zu wenig Luft drauf? Habe ich mehr Rollwiderstand? Kostet es mehr Energie, alles Faktoren, die man bedenken sollte, und deswegen ist es immer sehr, sehr individuell. Aber ich sage, bei dem Rad, für diesen Einsatzzweck, was ich mit dem Rad halt auch machen möchte, sprich in der Stadt, ich kann auch im Wald unterwegs sein, ich möchte eine komfortable Sitzposition, man sieht es ja auch wirklich durch den sehr aufrechten Vorbau oder sehr steilen Vorbau, dass ich hier wirklich mehr auf Komfort das Ganze getrimmt habe. In der Kombination mit der Drehgriffschaltung, die natürlich super einfach funktioniert, also auch da muss man wirklich halt auch sagen, es ist ein tolles Produkt im Gesamten, und man sieht es ja auch hier, allein die Verarbeitung, dieses Verschliffene, das sieht einfach mega aus, und gerade in der Farbe kommt das natürlich nochmal deutlich besser zur Geltung. So, wir haben einen gefederten Sattel. Das hat man früher eigentlich sehr mäßig gehabt, auch schon in den 20er Jahren und 30er Jahren war das so. Kommt das wieder zurück mit dem gefederten Sattel? Ja, ich glaube, es bleibt so ein bisschen retro, aber es passt gut zu diesem Einsatzzweck des Rades. Das heißt, ich will einen komfortablen Sattel natürlich halt auch haben, der hier mit der Federung so ein bisschen Nostalgie halt auch zeigt. Aber das funktioniert gut mit der Federung. Ja, das in jedem Fall. Also man muss es ja wirklich immer darauf beziehen, was mache ich mit dem Fahrrad, wo bin ich unterwegs. Aber es ist einfach so, wir sehen ja auch hier einen deutlich breiteren Sattel. Warum? Weil wir durch die aufrechtere Sitzposition geht der Beckenknochen weiter auseinander, und dadurch brauche ich halt auch einen breiteren Sattel.
vielleicht nochmal das ganze Thema Cube-Verarbeitung. Ich habe bei Cube eine Marke, die bei eBay Kleinanzeigen unglaublich stark gesucht ist. Also Leute suchen Cube-Fahrräder, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis gut ist. Bedeutet, ich kann so ein Fahrrad auch mal getrost 2-3 Jahre fahren, stell's mal in eBay Kleinanzeigen, kauf mir vielleicht ein anderes. Da kriegt man noch richtig viel Geld für. Ja, also die Marke ist so attraktiv wie keine andere. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man mal verschiedene Rankings anguckt, was wäre so das nächste Rad oder die nächste Marke, dann ist Cube in den vergangenen Jahren da enorm nach oben geklettert. Natürlich, klar, das Preis-Leistungs-Verhältnis spielt da eine große Rolle. Aber sie machen wirklich ihre Hausaufgaben. Das heißt, die Räder sind vernünftig ausgestattet. Sie haben eine gute Optik, sie haben eine sehr gute Qualität. Und das ist für uns natürlich als Händler enorm wichtig, weil wir verkaufen ja das Produkt und wir wollen ja auch, dass es dem Sinn mangelfrei funktioniert. Natürlich, klar, ist es auch Technik dran, da kann immer mal was passieren. Aber entscheidend ist ja unterm Strich, dass der Kunde das passende Rad einfach findet. Und hier haben wir wirklich den Faktor Komfort, City, Stadt, Wald, Gebiet. Und jetzt nicht nur für die Frauen, weil wir jetzt die Farbe sehen, also auch Männer spielen da eine große Rolle, die auch auf so ein Modell halt auch gehen können. Es gibt es auch in anderen Farben? Gibt es auch in anderen Farben, auch in etwas maskulineren Farben vielleicht. Nico Ockenfels, wir sind in St. Wendel. Du hast auch einen Online-Vertrieb, der heißt recycle.de. Wenn dich mal gerade umdrehst, du hast keine Kosten und Mühen gescheut und das Logo auf die Rückseite geschaltet. Also recycle schreiben sie aneinander.de. Das Ganze gibt es einmal in St. Wendel, das ist im nördlichen Saarland. Und in Riegelsberg, das ist in der Nähe von Saarbrücken. So, und da kann man sich die Fahrzeuge anschauen. Öffnungszeiten bei euch? Wir sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr da und samstags von 9 bis 13 Uhr. Ja, wenn man Arbeitnehmer ist, hat eine Steuerklasse, vielleicht noch kurzer Hinweis, kann man diese Fahrräder vom Staat subventioniert mieten und kann sie später übernehmen. Das wird dann vom Bruttolohn abgezogen. Da kann man je nach Steuerklasse zwischen 25% und 35% sparen. Vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn man kaum Steuern zahlt, das ist so. Aber das machen immer mehr Leute. Du sagst, rund 70% aller Kunden machen dieses sogenannte Bike-Leasing. Ja, also um dich da ein bisschen zu korrigieren, es ist kein Mieten, es ist ein Leasen so gesehen, läuft immer über den Arbeitgeber. Das heißt, der muss die Möglichkeiten schaffen, in dem Bereich natürlich halt auch die Rahmenbedingungen zu geben. Es machen aber immer mehr, oder? Es machen immer mehr. Also wir sehen jetzt auch im November, wie viele neue Arbeitgeber mit dazugekommen sind. Wir haben es, glaube ich, im Video schon mal gesagt, Kreissparkasse Saarlouis. Also Banken war ja immer eine ganz schwierige Hürde, dass die auch sowas machen, weil Leasing kann eine Bank selber machen und selbst die gehen jetzt auch mit Jobrad einen tollen Weg. Wir haben jetzt die ersten Kunden, die kommen, die sagen, Mensch, cool, dass unsere Arbeitgeber das auch macht. Und ich glaube, dass eine Sparkasse jetzt nicht unbedingt der schlechteste Arbeitgeber ist, dass es da schon genügend andere Bonis gibt. Aber wir sehen halt immer mehr im Punkto, neben dem Gehalt spielen diese Bonis immer eine große Rolle. Ich vergleiche es immer damit, hast du eine alleinerziehende Mutter und sie hat einen Arbeitsplatz, wo die Kita direkt nebendran ist, wird sie, glaube ich, das präferieren im Vergleich zu 300 Euro mehr für den gleichen Job, aber keine Kita nebendran. Und so ist es im Endeffekt hier eigentlich halt auch. Das Fahrrad ist ein trendiges Produkt, also wir sind komplett grün unterwegs, das heißt also Spritpreise etc., es spielt ja alles eine große Rolle, Energiekosten, und mit einem Fahrrad kann ich durchaus halt auch viele Wege einfacher gestalten, schneller gestalten, gerade in den Städten, und das macht halt für viele was aus. Und ganz wichtig, ich muss es nicht nur für die Arbeit nutzen, ich kann es komplett privat nutzen, ich kann es auch nur bei mir ins Wohnzimmer stellen, ganz egal. Also der Arbeitgeber kann nicht vorschreiben oder sagen, Mensch, jetzt kommst du aber immer mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter, davon bitte freimachen. Leasing ist ein ganz großes Thema und wir bieten ja auch Arbeitgebern an, sich da genauestens zu informieren. Da drehen wir noch ein eigenes Video zu, wie das im Endeffekt ausschaut und was der Arbeitgeber tun muss, damit er da alle Informationen bekommt. Dein Tipp für heute Abend? Für heute Abend? Jetzt Räder kaufen, jetzt ist die beste Zeit. Nee, Fußball. Fußball? Ja, Fußball. Sind Sie raus oder bleiben Sie drin? Also ich bin dabei raus. Ist nicht mein Thema. Mein Thema sind Fahrräder. Also wir haben den 1. Dezember, warum ich das erwähne, 2022. Wir sind bei Recycle. Du hast einen großen Versand, deswegen hast du auch viele Fahrräder immer da. Das ist auch was ganz Besonderes. Und bist auch nicht so betroffen, sage ich jetzt mal, wenn du viel Lagerbestand hast. Irgendwie geht das immer weg. Das Ganze seit 10 Jahren und sehr beschäftigt. Gerade nochmal die Öffnungszeiten, Montag bis Freitag. Von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Danke. Tschüss. Ciao.